Hier miese Peter aus Kainbockhausen steht. Die größte belastend. Ah, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Gerstenstaub. Leck mich am Arsch. Ja, es geht los, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Farmblog. Alles klar. Och, Manu. Geh doch ran. Ja, da fährt er. Ersten Wagen haben wir fast voll. Ach, wie haben wir angefangen? Also, wir haben angefangen mit der Faro, der Braugerste. Ich würde jetzt sagen, im Schnitt wird die wohl so bei 8,5 liegen. Auf dem Schlag zumindest. Da vorne sieht das ja noch mal ein bisschen anders aus. Das ist ja mein Problemacker. Ah, gucken wir mal. Ja, und danach ist halt das Stück hier, das ist halt so mein Problemacker. Ihr seht das ja schon, der ist mit Roggen überwuchert. Und da kommen natürlich auch die grünen Körner oben im Tank an. Ne? Das ist ja das Problem dabei. Da müssen wir mal gucken mit den Roggenkörnern, wie sich das verhält mit der Gerste, dass wir dann am Ende auf den Wert kommen von der Feuchtigkeit, der noch passt. Besatz werden wir auf jeden Fall hier drin haben. Da werden wir nicht drum herum kommen, weil du kriegst den Roggen hier nicht rausgedroschen. Aber naja. Tatsächlich war der Start ein bisschen holprig hier, weil er mähdrescher rumgebockt hat. Das ist uns beim Durchchecken nämlich nicht aufgefallen, dass die Haspeldrehzahl oder die Haspelautomatik wollte nicht mehr funktionieren, weil höchstwahrscheinlich ein Sensor kaputt ist an der Hapsel, an der Haspel. Der Sensor sagt natürlich, die Haspel dreht sich nicht, aber die Haspel dreht mit Vollgas. Schwierig. Jetzt haben wir die Haspelautomatik rausgemacht und jetzt musst du die halt mit der Hand nachregeln, so die Haspelgeschwindigkeit, aber es geht zumindest. Das war noch so ein bisschen ärgerlich hier anfangs, aber gut. Lieber jetzt als mitten in der Ernte. Jetzt haben wir noch einen entspannten Erntestart, sage ich mal, oder können die Fläche noch entspannt schaffen, bevor denn die nächsten Gewitter gemeldet sind. Die sind ja auch in gar nicht mehr so weiter Ferne. Naja, ich hole jetzt einen zweiten Wagen oder einen zweiten 18-Tonner, dann für das Stück hier. Oh. Und der andere 18-Tonner Zug dann für das Stück oben, aber so weit muss er erstmal kommen. Der Wagen ist voll. Da hinten ist der andere, der ist auch voll. Ja, und dann haben wir hier die ersten, ja, was sind das? 3,8 Hektar ab. Ich habe jetzt hier einmal den anderen 18-Tonner Zug. Stellen wir ihn da eben mal hin. Und jo, mittlerweile läuft es hier. Ist das gruselige Stück hier auch mal ab. Jetzt in Reihe sieht es ja nicht mehr so wild aus, aber jedenfalls, das lassen wir heute noch mal schön durchziehen, das ganze Stroh, ne? Dass das alles noch mal trocknet. Und dann sollte das, denke ich, morgen Nachmittag gehen mit Aufpressen, sodass wir das dann alles vorm Regen schön weg haben. Ne? Er sagt ja Sonntagnacht schon wieder, ja, eventuell Gewitter, ja, weiß man nicht, so 60% Chance, ne? Kann sein, kann aber auch nicht sein, wenn man bis dahin fertig ist, ist natürlich schöner. Ne? Gar keine Frage. Aber da vorne ist er, der grüne Gigant, unser Mähdrescher. Ach, den habe ich euch noch gar nicht im Detail gezeigt. Das machen wir auch noch mal. Aber jetzt muss er uns hier eben erstmal das Vorgewende freidreschen, damit ich dann mit dem Zug hier umdrehen kann. Ja, den richtig wieder in Ausfahrtposition stellen kann. Nämlich hierhin. Da vorne haben wir noch eine Ausfahrt, aber das ist einmal Bundesstraße hier. Und die Ausfahrt ist auch relativ schmal. Das heißt, du musst sehr weit ausholen. Und wir haben noch nicht die Zeit gehabt, hier einmal die Ausfahrten, Einfahrten zu mulchen. Dann sieht man das ja immer noch eher, wo man fahren kann und wo nicht. Aber muss jetzt eben so gehen, dass wir halt hier wieder rausfahren. Und dann fahren wir durch die Fahrgasse weg und dann ist auch gut. Ne? Weil Fahrgasse bleibt eh immer gleich. Das ist jetzt nicht so wild, wenn da ein bisschen mehr verdichtet ist. Moin Meister! Ah, ist das... Oh, nee, ne? Als dann die letzte Ernte ein Jahr her ist, dann vergisst man ja ganz,
was für bärstiges Zeug Gerstenstaub ist. Oh, ich hab den Mist voll ins Auge gekriegt. So, mal gucken. Habe ich schon rotes Auge? Schweinerei ist das. Den Mähdrescher, den gucken wir uns gleich noch mal im Detail an. Ne? Ich muss jetzt hier erstmal noch so ein bisschen hier, ein bisschen da. Und da kommen wir auch gleich dazu, was denn eigentlich mein Job in der Ernte ist. Ne? Wie ihr natürlich sehen könnt, ich sitze jetzt selber nicht auf dem Drescher. Kommt auch tatsächlich gar nicht so häufig vor, weil ich in der Ernte, wie soll man sagen, so ein bisschen das Mädchen für alles bin. Ne? Also hauptsächlich ist mein Streckenpferd natürlich das Strohpressen. Dann bin ich zwischendrin aber auch nochmal im Getreidetransport zuständig. Dann zwischendrin den Stalldienst machen, wo ich jetzt weitermachen muss. Also Tiere versorgen, einstreuen, füttern, bla bla bla. Und dann halt nochmal, wenn nichts zu pressen ist und an Kornfarmen brauchen die auch keinen zweiten Mann, dann fange ich halt immer an, Strohballen zu sammeln. Ne? Also ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen überall. Weil hauptsächlich ist mein Mitarbeiter dann als Getreideabfahrer zuständig. Eben weil er auch die Landmaschinenmechaniker-Ausbildung hat. Wenn wir dann mal irgendwas haben am Mähdrescher, dann ist er natürlich am schnellsten verfügbar oder am nächsten dran. Ja, und das Mähdrescherfahren, das macht mein Vater noch selber. Das ist sein Thron. Ne? Das ist sein Thron, das ist sein Schätzchen. Da kriegt ihn noch keiner so schnell von runter. Von daher, ich kann mich nicht beschweren. So, es ist schon eine gute Abwechslung, die ich habe tatsächlich. Und vor allem hat man zwischendrin auch noch mal ein bisschen körperliche Bewegung. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Das alles werdet ihr aber auch noch im Verlauf der nächsten Wochen alles auf meinem Kanal sehen, wie die Ernte klappt, was gut geht, was schief geht und wie eigentlich mein Alltag hier aussieht. Ne? Die Farmblogs kommen wie gesagt immer wöchentlich. Und schauen wir mal, wie wir das ganze Ding hier schaukeln. Ne? Jetzt müssen wir aber erstmal zu Hause einen Stall fertig kriegen, zu Ende einstreuen. Und dann kann ich schon die ersten beiden Anhänger nach Hause holen und wegstellen. Die bringen wir heute nicht mehr weg. Und dann ihn einmal seinen Schneidwerkswagen hochfahren. Wollen wir nochmal die Drohne rausholen und dann wollen wir auch nochmal den Mähdrescher im Detail angucken. Also den Acker sind wir jetzt auch gefühlt schon 10-mal hoch und runter gefahren. Leute, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Stress, aber geilen Stress. Kennt ihr das? Geilen Stress? Wenn du weißt, oh, das muss fertig. Oh, aber es macht Spaß, das fertig. Aber es macht Spaß, das fertig zu machen. Das ist irgendwie so geiler Stress. Geiler Stress, warum? Ja, ich bin hier die Wagenfee. Ich fahre hier hin und her und nicht zwischen. Supi. Ja, ich bin hier die Wagenfee. Am Hin- und Herfahren. Der Zug ist voll. Das Stück ist ab. Das Stück ist ab. Jetzt ist er da hinten irgendwo. Und ich muss euch den Mähdrescher noch erklären. Beziehungsweise ich möchte euch natürlich den Mähdrescher erklären. Mit all seinen Ecken und Kanten. Ja, und das wäre natürlich schön, wenn ich das jetzt schaffe, weil da müssen wir sonst wieder zwei Wochen warten. Beziehungsweise ihr müsst 3 Wochen warten. Weil wir haben ja auch immer ein bisschen Zeitverzug in den Videos, ne? Gruppe D und Stufe 2. Ist er leise? Oh, er wird sogar leiser. Und dann müssen wir einmal... So, Freunde. Wollen wir mal nebenbei noch mal eine schöne Instagram-Story machen. Ah, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Gerstenstaub. Leck mich am Arsch. Junge, 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 Junge. Hier haben wir noch mal eine Gerste, wo ja, vereinzelt mal so ein bisschen Roggen steht, aber mal gucken. War auch höchste Zeit, ne? Also die Gerste ist schon ziemlich brüchig geworden. Hätte jetzt noch einen etwas stärkeren Regenschauer gegeben, dann wäre die platt gewesen. Ne? War schon ein guter Erntetermin. Ja, das ist jetzt die letzte Bahn auf der Seite. Da ist noch ein halber Hektar und dann finito. Wenn auch nur von außen, diesen Mähdrescher hier vorzustellen. Wie gesagt, das ist ein John Deere T550i. Lassen wir noch mal regnen. Schneidwerk vorne dran. 6,20 Meter. Ich nehme mein Mikrofon einfach mal so. Vielleicht versteht ihr mich so besser. Es ist nämlich doch schon eine ziemliche Geräuschkulisse, die so ein Mähdrescher erzeugt. Ne? Also 6,20 Meter Schneidwerk, T550i, knappe 300 PS. Vorne sind wir bodenschonend unterwegs mit 800er Reifen, hinten 540er. Ja, und der Kollege ist hier eine 6-Schüttler-Maschine. Warum haben wir uns für eine Schüttlermaschine in dem Fall hier entschieden? Aus dem einfachen Grund, dass Schüttlermaschinen das Stroh deutlich sanfter behandeln als Rotormaschinen. Also mit dem Rotordrescher hast du natürlich eine deutlich höhere Druschleistung. Also ein Rotordrescher kriegt dann doch schon ein bisschen mehr durch. Aber
Dafür muss man sagen, selbst nach so einem 12-Meter-Rotordrescher sehen die Strohschwaden noch kleiner aus als diese hier. Also das ist richtig, ja, wie soll man sagen, klein gekloppt, das ganze Stroh, ne? Da wir eigentlich möglichst viel Struktur noch in unserem Stroh haben wollen, gerade zum Einstreuen, es ist dann natürlich auch wichtig, so ein bisschen auf die Mähdrescherwahl zu achten. Genau deswegen ist dann auch unsere Wahl auf eine Schüttlermaschine gefallen. Die Geräuschkulisse ist dann doch schon etwas schonender für die Ohren. Ich hoffe, das Mikro hat es jetzt nicht so laut gehabt in der Aufnahme, dass man mich jetzt verstanden hat neben dem Brüllkasten da hinten. Aber in der Kabine ist es dafür ganz schön leise. Setzen wir uns mal hier so ein bisschen hin. Ja, ich muss mich noch einmal korrigieren, Leute. Das ist nämlich kein 6-Schüttler, sondern ein 7-stufiger Schüttler. Ja, hat sogar noch einen mehr. Und eine Besonderheit an der Maschine ist auch noch, dass er eine große Dreschtrommel hat. 660 mm. Also da kriegst du auch schon ordentlich was durchgeschoben. Jetzt... Au, 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 au. Jetzt hat er was gefressen, was ihm nicht gefallen hat. Wir machen mal einen Schnitt. Läuft wieder die Kiste. Hinzufügen kann man noch, der hat eine Korntankgröße von 8000 Liter. Kriegen wir da rein. Zusätzlich als Option ist für das Modell noch 10.000 Liter möglich, aber 8000 tun es dann auch bei uns. Wir machen ja hier ohne großartig Überladen oder sonstiges. Das geht schon. Wir haben ja nicht so die großen Flächenstrukturen, ne, dass du da, keine Ahnung, 10.000 brauchst, um wenigstens einmal hoch und runter zu kommen. Ja, hier vorne sieht man natürlich das Sandkopf. Da sieht die Gerste natürlich gleich ganz, ganz anders aus. Aber hier vorne ist wirklich Karnickelsand, ne? Da ist man schon froh, dass hier überhaupt was gewachsen ist, was auch später Ehren hat. Ich habe auch einen sehr dummen Fehler gemacht. Einen dummen Fehler, den macht man nur einmal im Jahr. Ja, und im nächsten Jahr meistens darauf wieder, weil man es bis dahin schon wieder vergessen hat. Eben gerade schön mit kurzer Hose durch die Gerste gelaufen. Ne? Jetzt haben sich natürlich alles an Grannen und sowas einmal richtig schön die kurze Hose hochgeschoben. Und das fühlt sich so an, als hätte ich Schleifpapier zwischen den Beinen. Es ist zum Kotzen. Wir machen für heute hier fertig. So eine Cap-U oder einen Blick von innen aus dem Mähdrescher bekommt ihr auch nochmal. Aber ich habe da heute keine Lust mehr zu. Ja, ich bin froh, wenn wir Feierabend machen können und eine Gerste ab ist. Ich muss ja die ganzen Wagen auch noch irgendwie unter Dach verstauen. Bin ich dann echt froh, wenn ich mich auch gleich mal einmal auspusten kann. Das ist echt nicht so wirklich schön. Ja, was kann man sagen als Fazit? Das ist ein schöner Mähdrescher, macht seine Arbeit gut. Eigentlich auch sehr zuverlässig. Kann ich mich per se jetzt nicht groß drüber beklagen. Falls ihr noch Fragen zum Mähdrescher habt, ne? Hier in die Kommentare. Ich beantworte gerne. Ich sehe jetzt mal zu, dass ich den Zug jetzt auch noch wegkriege. Das Geknacke vorne war übrigens das hier. Ein Ehrenheber abgebrochen. So, jetzt sieht man das Teil natürlich nicht im Ganzen. Da ist sonst vorne immer noch so eine Spitze dran, der dann so durchfährt und alles, was so noch am Boden geknickt ist, so ein bisschen, ne, zitt, nach oben zieht, sodass das in das Schneidwerk hineingleitet. Ich weiß nicht, ob das ein Fuchsbau war oder sonst was, wo der so reingeragt hat, dass es einmal geknackt hat. Aber er läuft ja wieder. Einmal getauscht. Also, das Teil ist natürlich immer vorrätig. Und dann ging es weiter.
Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich sitze jetzt hier vor der Werkstatt. Die mache ich mir gleich fertig. Wir wollen nämlich Gerstenstroh aufpressen. Oh ja, wir sind gestern fertig geworden. Gerste. Können wir einen Haken hinter machen? Aber ich habe jetzt noch eine andere Sache. So, ihr wundert euch bestimmt, warum der Ton so eigenartig ist. Ja, das zeige ich euch hier einmal. Und zwar habe ich ja Mikrofone von Rode. Ne? Diese Wireless Go-Dinger. Kannst du einfach anstecken und gut ist. Relativ simpel. Haben auch einen sehr guten Ton gehabt. So, jetzt habe ich aber den Kollegen hier. Das gehört zum Mikro nämlich dazu. Das ist der Transmitter. Ja? Da geht ja der Ton ins Mikro rein und der kommt am Transmitter raus und der Transmitter macht das dann hier in die GoPro rein. Ja, Transmitter ist, naja, kaputt selber nicht. Wir haben hier oben diesen An-Knopf. Geht nichts mehr an. Jetzt habe ich natürlich keine Mikros mehr, die ich verwenden kann. Ich war schon im Kontakt mit dem Amazon-Kundenservice, da habe ich das ja bestellt und da kann ich erstmal nur Positives drüber sagen. Also der Kundenservice hat relativ unkompliziert funktioniert. Man kann da entweder mit denen telefonieren oder einfach per Chat das direkt in der Amazon-App machen. Das habe ich jetzt auf die Weise gemacht und nach ein bisschen hin und her haben wir dann doch eine Lösung gefunden, weil anfangs haben sie halt gesagt, ja, sie können das Produkt zurückschicken, wir erstatten ihnen das Geld zurück und dann ist gut. Ich wollte ja anfangs erst eigentlich so einen Umtausch haben. Ne? Ich schicke denen das zurück, die schicken mir ein neues funktionierendes zu. Und man muss nicht viel mit Geld hin und her tauschen. War leider nicht möglich, weil der Hersteller Rode das selber nicht macht über Amazon. Das heißt, du musst erst Kontakt mit Rode aufnehmen. Rode haben ihren Sitz in Australien. Ne? Und dann kannst du das dahin schicken. Das dauert gefühlt einen Monat. Dann prüfen die das einmal, ob es dann wirklich kaputt ist. Das dauert dann einen Monat. Und dann schicken sie es dir zurück. Und das dauert auch nochmal einen Monat. Ja, möchte ich jetzt nicht unbedingt so lange warten, bis ich wieder funktionierende Mikros habe. Deswegen habe ich jetzt die Option genommen, ich schicke das zurück, kriege mein Geld wieder und bestelle mir neue Mikros. Diesmal aber nicht von Rode, weil ich gelesen habe, das ist echt ein häufiges Problem, dass diese An- und Ausschalter hier kaputt gehen. Also ganz, ganz viel im Internet zugelesen, haben viele das gleiche Problem wie ich, dass das Ding, wenn man das hier reinsteckt, ja, sind ja die USB-Anschlüsse, dann funktioniert das, ne? Aber man kann es halt nicht mehr an- und ausschalten. Belastend. Naja, jetzt bestelle ich mir Mikros von DJI, kostet 15 Euro mehr, aber von DJI weiß ich, dass die einen exzellenten Kundenservice haben, der auch relativ schnell handelt. Ich habe ja meine Drohne auch von DJI und dass es eigentlich sehr hochwertige und zuverlässige Geräte sind, ne? Deswegen nicht wundern, so der Rest vom Vlog ist dann jetzt halt mal mit der Tonqualität. Ne? Ich hoffe, ihr könnt da trotzdem mit leben. Mich wurmt das selber ein bisschen, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ne? Ein bisschen was vom Strohpressen möchte ich euch ja auch zeigen. Naja, ich habe mir nicht einfach gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, was dazugehört, diese Presse einsatzbereit zu machen. Dazu brauchen wir ein paar Teile. Ja? Dann brauchen wir eine Fettpresse, die haben wir hier liegen. Dann brauchen wir eine Fettkartusche Solo und ein bisschen Öl. Achschuh! Genau, Handschuhe haben wir noch. Mit einer Hand abschmieren ist natürlich auch so eine gewisse Herausforderung. Ja, und der letzte Teil hier hinten ist auch nochmal besonders kuschelig. Aber Gelenkbälle haben wir nämlich nochmal drei Schmiermittel. Zack. Und das war's auch schon mit Abschmieren. Also mit der Fettpresse jedenfalls. So, als nächstes drücken wir hier einen ordentlichen Haufen in den Baker Max rein. Nice. So, zu guter Letzt kommt hier noch einmal Öl, weil die ganzen Ketten, die wollen ja auch alle immer dauerhaft geschmiert sein und die werden hier mit solchen Pinseln, naja, nicht ganz bepinselt, aber da tropfen dann immer ein bisschen so die Öltropfen rauf, sodass unsere Ketten auch immer dauerhaft abgeschmiert sind. Schön, schön, fertig. Jetzt müssen wir uns hier noch einmal eine Netzrolle raufschmeißen und dann kommt der schlimmste Part, das Auspusten. Ich habe mir letztes Mal auch noch die Mühe gemacht, die ganze Kabine blitzblank sauber zu putzen. Und jetzt geht's in die Gerste rein. Das Stroh, was eigentlich mit Abstand am schlimmsten staubt und, naja, piekst. Werden wir auch schon irgendwie überleben. Wir genießen den sauberen Anblick nochmal. Ja, mal sehen, ob die auch noch lebt.
Ja. Wir leben noch. Strohpressen, beziehungsweise mit Strohpressen bin ich hier fast schon wieder fertig. Ich habe jetzt erstmal auf den ersten Stücken so ein bisschen Zeit genommen, mich da wieder ein bisschen einzugrooven, weil Strohpressen doch immer ein bisschen anders ist wie Heupressen. Gerade wenn man so ein Gerstenstroh hat, also man muss dann schon den Pressdruck anpassen und mal gucken, wie viele Rollen brauchst du, also wie viele Umdrehungen, Lagen von dem Netz brauchst du. Das hat sich per se gut dreschen lassen, ne? Also hast auch die ganzen Eulen Gran richtig gut rausgekriegt. Das Problem nur dabei ist, das Stroh ist so brüchig durch die Niederschläge, die wir in letzter Zeit hatten, immer im Wechsel mit Wind und Sonne. Hätten wir noch einmal Regen gehabt, dann wäre die Gerste komplett zusammengebrochen, ne? Dann wäre alles am Boden gewesen. Das ist halt das Problem bei der Gerste. Wenn die einmal brüchig wird, dann geht das ruckzuck und dann ist das alles nur noch Krümelkram. Und ja, das ist das Stroh hier leider Gottes jetzt auch. Alles ein bisschen arg krümelig. Als kleiner Funfact, das Problem hat eigentlich nur die Gerste. Also, dass sie dann so brüchig wird und ineinander zusammenbricht. Der Weizen zum Beispiel, der steht auch noch bis in September. Ne? Also, der kann das schon eher ab. Aber die Gerste, die wird dann so mürbe. Und ja, so lässt sich das halt auch pressen vom Gefühl. Ich meine, wir fahren jetzt hier gleich mal an so zwei Beilen vorbei. Dann können wir das mal so in gepresster Form sehen. Schon langsamer. Man sieht schon, wir haben hier nicht so eine ganz glatte Oberfläche, sondern so ein bisschen Krümelkram. Und wenn man nach da hinten guckt, da sieht man allein schon, was hier jetzt vom Fahrtwind und den Wind draußen hier so weggepustet wird noch an Stroh. Das gleiche Problem hatten wir natürlich gestern auch mit dem Mähdrescher, dass halt auch viel Stroh, weil das halt so brüchig war, einfach über die Spreuverteiler links und rechts rausgeschmissen wurde. Dementsprechend ist der Strohertrag relativ mau hier in der Gerste. Ja, also wir pressen die Ballen jetzt hier auf 1,60 Meter oder 1,60 Meter Größe. Wir haben hier 10 Ballen vom Hektar, die hier runterkommen. Ja, also das ist jetzt nicht die Welt, da haben wir schon andere Jahre. Ich habe jetzt eigentlich nur noch einen Auftrag Stroh pressen, noch woanders. Und zwei Stellen muss ich heute tatsächlich auch noch Heu pressen. Das sind die Leute, die irgendwie ganz, ganz spät in der Pötte gekommen sind. Machen wir auch noch mit fertig, ne? Ist jetzt auch nicht so das Problem, denn heute Nacht sagt der Gewitter. Dann ist an Kundschaft alles bedient und froh. Und ich habe mein ganzes Stroh gepresst und Getreide geerntet. Oder naja, Gerste geerntet. Getreide kommen noch ein bisschen. Dann kann das erstmal regnen. Ne? Passt mir auch ganz gut. Dann kann hier morgen Stoppelbearbeitung folgen. Und dann wollen wir ja auf den Flächen, wo vorher Gerste war, noch ein Ackergras einsehen. Das hat dann eigentlich immer noch genug Zeit, dass wir mindestens im Herbst nochmal einen Schnitt haben, dann im Frühjahr nochmal einen ordentlichen Schnitt und dann kommt da ein Mais hinterher. War es also erstmal wieder. Dann denke ich, kommt da wieder ein Weizen hin oder so. Schauen wir mal. Schauen wir mal, von dem Winkel sieht man es nochmal ein bisschen besser, was da alles an Material schon wegfliegt. Also eigentlich brauchst du noch so eine Art Staubsauger in der Presse, der das alles noch ein bisschen mit reinsaugt, aber ja, man kann nicht alles haben, ne? Weißt du, ich habe einen Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen, ne? Das, was wir jetzt haben, ist mitunter die größte. Ich kneif's mir, was hier überhaupt passieren kann. Och Mann, ey. Mann, so ein Ballenplatzer macht keinen Spaß. Ne, guck dir mal die. Oh, ich muss jetzt hier echt. Ne? Ich muss mir echt gerade kneifen. Und wisst ihr, was das Schlimme daran ist? Das ist Gerstenstroh. Weißt du, das hast du dann nachher mit den ganzen Gran überall in der Unterhose. Ach Mann, ey. Weißt du, in solchen Momenten, ich weiß nicht, wünsche ich mir manchmal, dass ich irgendwie eine Forke mit habe in der Presse. Ja, Leute. Ich pull das Ding jetzt mal eben sauber. Werde die Kamera da mal bewusst weglegen, weil ich werde fluchen wie ein Wahnsinniger. Ne? Wir sehen uns, wenn es fertig ist.
Gleicher Ort des üblen Geschehens. Man sieht ja noch so ein bisschen die Spuren. Aber ich habe das Anbaugerät gewechselt. Ist auch schon ein paar Tage später. Ja, was soll ich sagen? Was ist passiert? Da das Gerstenstroh so kurz und brüchig war und dadurch auch so glatt war, hat die Presse das nicht mehr in so einem Ballen verdichtet bekommen. Das heißt, wir hatten einfach nur so einen Klumpen Stroh in der Presse, wo dann Netz drum gewickelt war. Im Idealfall. Nachdem mir der Ballen geplatzt war, hatte ich ja schon schlechte Laune, nennen wir es mal. War aber nicht das letzte Mal, dass das passiert ist. Und ihr könnt euch vorstellen, die Laune war dann wirklich im Keller. Man muss auch sagen, dass es echt, echt nervig ist. Erstmal, weil das Stroh kein richtiger Ballen ist. Das heißt, du musst diese Unmengen an Stroh, die du aufgepresst hast, da wieder rauspulen. Das macht keinen Spaß. Und zweitens ist es Gerstenstroh. Gerstenstroh, gerade durch die Grannen, die an der Gerste sind, ne, dadurch sieht die Gerste ja auch vor der Abreife immer so ein bisschen plüschig aus. Die sind pieksig und die gehen überall hin. Die sind dann auch die Hose hochgegangen und dann hat sich das so angefühlt, als hätte ich einen Igel in der Unterhose. Hat der Laune natürlich jetzt nicht gerade positiv beigetragen. Aber warum erzähle ich euch das alles jetzt hier? Ich habe an dem Tag noch weiter gefilmt. Ich habe nicht viel gefilmt. Also nachdem wir bei uns mit Gerstenstroh fertig waren, war ich dann noch bei Kundenpressen. Auch Stroh und auch Heu. Aber dadurch, dass die Laune schon so gedrückt war, hat man es mir auch leicht angemerkt, sodass ich mir gedacht habe, nee, das Ende von dem Video musst du nochmal filmen. Das, was ihr hier jetzt seht, das wird erst im nächsten Video kommen. Aber ich wollte dieses Ende einfach nochmal neu drehen, weil ich mache die Videos hervorragend, auch um einmal den Leuten die Landwirtschaft näher zu bringen und auch zu zeigen, was für Leute da überhaupt hinterstehen, hinter der Landwirtschaft, wer das macht. Und natürlich auch, um euch zu unterhalten. Ne? Ihr sollt ja auch Spaß dabei haben, diese Videos zu gucken. Und wenn dann am Ende an der Kamera hier miese Peter aus Kein-Bockhausen steht, ja, dann denke ich mir schon selber so, wenn ich mir das angucke, nee, ist jetzt irgendwie kaum unterhaltsam. Und da habe ich mir gedacht, komm, den Abschied, den mache ich nochmal. Ne? Aber kann euch dazu jetzt aber noch eine kleine Besonderheit mitbringen. Denn die Ernteauswertung von der Gerste. Die Details dazu kommen im nächsten Video. Aber wie der Durchschnittsertrag war, kommt hier schon mal. Und zwar ganz, ganz unspektakulär. Wir haben in der Gerste im Durchschnitt pro Hektar 6,5 Tonnen geerntet. Es ist jetzt kein Totalausfall, aber es ist jetzt auch kein Ertrag, womit man sich unbedingt mit Ruhm bekleckert. Na, also vom reinen Aussehen der Gerste hatte ich eigentlich geschätzt, dass es so eine 7 bis 8 Tonnen Gerste ist. Aber kommt dann manchmal doch anders wie erhofft. Aber die Details dazu gibt es im nächsten Video. Auch wie die Sortenunterschiede waren und wie die so abgeschnitten haben. Na, alles im nächsten Video. Könnt ihr euch drüber freuen. Natürlich auch hier Thema Stoppelbearbeitung. Auch im nächsten Video. Und das ist jetzt halt einfach nochmal so ein kleiner Input für euch. Wieso, weshalb, warum? Na? Also Leute, es hat mich sehr gefreut, dass ich euch diese Woche wieder unterhalten durfte. Wenn ihr Fragen zum Mähdrescher habt, noch zur Gerste oder, schnell in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich im nächsten Video dazu noch Bezug nehmen. Aber an der Stelle würde ich mich natürlich über jedes Kommentar freuen. Natürlich auch über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und würde sagen, an dieser Stelle, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.